Ich wollte Fischer werden. Ich wollte, so mit 11 Jahren, Spion werden. Ein berühmter Spion, selbstverständlich. Ich wollte Admiral werden. Und ich bin das alles nicht geworden. Er wurde Schriftsteller und nicht irgendeiner. Sein Schaffen prägte die Deutschen. Die Deutschstunde, wie viele haben sie gelesen? Ein Welterfolg und wichtiger Beitrag zur Auseinandersetzung mit den Kriegsjahren. Wir leben halt als Augenzeugen von Auschwitz. Wir leben halt als Augenzeugen des Krieges, der Flucht, der Verfolgung, der Niederlage, möglicherweise der versäumten Chancen, die sich aus der Niederlage ergeben haben. Und das alles bestimmt und prägt diese Generation. Siegfried Lenz wird in Ostpreußen geboren. Als 17-Jähriger geht er zur Kriegsmarine. Er überlebt nur knapp, desertiert, gerät in Gefangenschaft. 1945 kommt er nach Hamburg und wird zunächst Journalist, dann Schriftsteller. Mit der ihm eigenen Freundlichkeit blickt er auf Menschen, auf seine Figuren. Wer sich nicht wehren kann, wer auf Unterstützung, auf Hilfe angewiesen ist, der könnte eine Unterstützung durch einen Schriftsteller finden, habe ich mir überlegt. Siegfried Lenz wird Mitbegründer der Gruppe 47 und gehört zu den meistgelesenen deutschen Schriftstellern, neben Böll und Grass. Den Nobelpreis hat Siegfried Lenz nie bekommen, doch gerade mit Günter Grass verbindet ihn viel, etwa die Vertreibung aus der Heimat. Ob wir das wollten oder nicht, waren uns die Themen vorgeschrieben. Die absolute Kapitulation. Diese Trümmerlandschaft, aus der Trümmerlandschaft heraus der Versuch, auch die Illusion, vielleicht etwas Neues schaffen zu können. Seine Werke werden weltweit geschätzt. Bis vor kurzem hat er noch Novellen geschrieben. Generationen von Deutschen haben ihn gelesen und werden es noch tun. Es ist jemand, der uns viel Orientierung gegeben hat, der uns geholfen hat, uns selbst zu verstehen und uns als Deutsche, die geprägt waren von den Narben zweier Weltkriege im Ausland, besser verständlich zu machen. Insofern ist mit Siegfried Lenz auch ein Stück Deutschland von uns gegangen. In seinen Werken wird der Mann mit der Pfeife, Siegfried Lenz, weiterleben.